Fand ich es in The Last of Us teilweise unfairer. So passiert sowas eigentlich immer mir. Wie er sich windet. Er versucht, den AK-Schüssen auszuweichen. Jedem Einzelnen. Er fängt sie in der Luft und wirft sie zurück, um Munition zu sparen. Das war mal daneben. Weg. Okay, hat gereicht. Und da ist noch einer. Der hat versteckt sich hinter der Palme. Nee, kein Feuer. Nicht auf ihn. Oh, Munition haben wir noch genug, wie? Der weiße Bus, ich kenne Alpha-Protokoll überhaupt nicht. Ich habe gar keine Ahnung, was das ist. Entschuldigung, wenn ich dich übergangen habe. Und ich weiß leider nicht, was du mit Spielen mit modernem Setting meinst. Also meinst du jetzt von der Zeit her? Also dass es das denke ich. In der Moderne spielt, sag ich mal. Also in der jetzigen Zeit oder? In der Postmoderne. Ja. Wobei die Post möglich mal modernisiert werden sollte. Du hast ein Golden Eye gefunden. Reliquienentdecker, Schatzsucher, Amateur. Wieso Amateur? Was soll denn das jetzt? Ich habe ein Amateurenbrett. Oh oh. Das war die Stelle, an der ich genau dorthin nicht springen wollte. Hi Omiold, wir haben eben über deine Palme gesprochen. Da hatte sich nämlich ein Gegner hinter versteckt. Das ist das Jack and Dexter Easter Egg, schreibt jemand. Habe ich was Jack jetzt Dexter? Genau? Ach, das Ei oder wie? Warte mal. Ich glaube eher, dass das ein Witz ist, oder? Wobei. Das ist doch. Cool, ich kenne Jack and Dexter leider nicht. Das ist doch so ein, ich weiß nicht mal, wie die heißt. Ein Precursor Ei, natürlich. Das ist eine unsichtbare Wand, man soll da nicht hoch, okay. Wollte mich ja nur mal umsehen. Und dieses Spiel ist leider echt gemein zu dir, wenn du irgendwo bist, wo du nicht hin sollst. Ja. Und es ist halt. Also man wird dann einfach weggeschubst in den Tod. Oh, pass auf, jetzt kommt's, die sind da oben und die Stelle fand ich halt hart irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich stehe hier gerade sehr doof. Nö, es gibt doch dieses gezeichnete Dschungelcamp für YouTuber. Was? Ja, also da gibt's doch eine Trickfilmserie richtig zu, die auf YouTube läuft. Wie heißt das denn nochmal? Das ist kein Dschungelcamp. Doch, sowas in der Art, aber das wurde danach gemacht. Genau dieses diese Thematik, dass die zusammen auf einer Insel gestrandet sind und im Prinzip so eine Gameshow halt. Okay, also das wusste ich nicht. Ich kenn's auch nicht. Ich kenne mich da auch nicht aus, ich guck das auch nicht. Ich habe das damals, als das erste Mal lief und so krass promoted wurde, sag ich mal, da habe ich das gesehen und habe da mal ein, zwei Folgen geguckt, fand es aber leider echt nicht lustig. Deswegen weiß ich es nicht. Tube Clash, genau, dankeschön, Spike S. Tube Clash heißt das. Tube Clash. Ach, shit. Wie eine Fee wegspringt, wenn eine Granate kommt. Ja, das sieht echt voll. Das sieht echt so aus. Und dann noch mit der AK in der Hand. Süß. Lieblich.
Hätte ich jetzt noch eine Granate, wäre ich der glücklichste Mensch. Also, im Prinzip klingt das sehr nach Deus Ex, der weiße Bus. Also mit dem politische Verschwörung, Hightech und sowas. Muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich nicht so cool wie dieses klassische Adventure-Thema hier, also mit so Grabräuber-Zeug. Aber wenn die Story cool ist, kann auch das sehr interessant sein. Und das gilt übrigens bei mir nur für Spiele. Also bei Filmen sehe ich das ganz anders tatsächlich. Also klassische Adventure-Filme sind dann eher nicht ganz so meins, tatsächlich. Naja, das meine ich. Außer die Mumie, das war cool, aber da war ich auch ein Kind. Ja, den Film meinte ich halt jetzt, wenn ich meinte, dass ich das meinte. Ja, aber es gibt ja auch noch jede Menge andere Filme, was habe ich gerade gesagt? Ist ein fairer Deal, oder? Ja, ist ein fairer Deal. Hi RTL. RTL schreibt. Okay, RTL hat jede Menge geschrieben. Oh weia, jetzt gibt's Mega. RTL schreibt, vielen Dank für Ihre Bewerbung beim Dschungelcamp. Sie werden in die engere Wahl eingezogen. Vermutlich Anfang November wird endgültig entschieden, wer teilnehmen darf. Wir wünschen Ihnen viel Glück. Oh weia. Oh weia, Mathe. Mathe ins Dschungelcamp. Mein Sweeper, der Film. Hashtag Dschungelmathe. Votet Mathe ins Dschungelcamp. Kann ich den Mitschnitt nämlich alleine essen. Also, wir springen mal... Ja, Indiana Jones, also ich darf das eigentlich nicht erzählen, aber wir haben halt mal versucht, die Indiana Jones-Filme zu gucken und ich war... Du darfst das nicht erzählen. Ich fand's halt, also ich war halt ein bisschen gelangweilt tatsächlich. Ich habe eine Freundin, die von Indiana Jones gelangweilt wird. Und ich weiß nicht, was ich tun soll. Du bist doch selber dabei eingeschlafen. Ja, aber erzähl das niemandem. Ich muss doch irgendwie meine gesellschaftliche Rolle, muss ich doch wahren. So, zurück zu Dracke. Nathan Dracke heißt er. Jungle Matter. Welcome to the jungle. Und so. Weiter. Ich kann mir den Text nie merken, ist egal. Ja, das haben wir schon mal empfohlen gekriegt, der weiße Bus, also die Spiele. Schau mich nur um. Oh, ist die Indiana Jones Fanbase hier gar nicht so krass? Dann habe ich ja vielleicht Überlebenschancen. Geringe. Eo, du schreibst keine doch überhaupt nichts. Das kann sehr gut. Auf das ich eingehen könnte. Lass mal Butter spielen, damit mal mehr auf den Chat eingegangen wird. Was soll das denn heißen, Eo? Butter geht mehr auf den Chat ein, als ich es tun würde, wahrscheinlich. Nee, eigentlich mal. Also, es sei denn, es ist ironisch gemeint. Keine Ahnung. Ich glaube, er unterstellt mir, dass ich seine Nachrichten nicht vorlese. Ach so. Was zum Teufel macht sie da? Oh, jetzt muss man doch. Wobei, ich weiß es nicht. Buka Pinto! Siabaini, Itara Tiharan! Sialando! Tepatan Buka Pinto! Ah, Tai! Es klappt! Da ist er oben! Los, ans MG! Nicht gut. Das fand ich auch so super. Oh, das hier fand ich jetzt nicht so super. Marco geht definitiv mehr auf den Chat ein. Was? Finde ich jetzt echt gar nicht, aber okay. Nein, nein, Punkt. Also einfach nein, das stimmt nicht. Das ist gelogen. Vielleicht liest er euren provokanten Kram mehr vor, aber sonst dann eigentlich nicht.
Sie irren sich, meine Damen und Herren und Schinken. Bis gleich, Jenniken. Oh Mann. Oh. Nicht stehen bleiben, Nate. Mag den Revolver. Jawohl. Jawohl, ja. Die Waffe ist viel zu gut, um daneben zu schießen. Ja, das Gefühl hatte ich gerade auch. Der Revolver ist einfach super. So. Diese Ruine. Sehr verwirrend aufgebaut. Ja, hier könnte man voll viel Zeug verstecken, ne? Hier sollte wohl mal eine Schießerei stattfinden oder sie wird noch stattfinden. Ich sehe das Cover überall rumstehen. Mhm. Na, nimm das, nimm der Revolver. Hallo, War Tiger. Hi. Gegen wen haben wir denn gewonnen? Oh. War so nicht gedacht. Nie im Leben treffe ich das. Nee. Gute Nacht, Undercover Kicks. Und hallo, Yenani. Hi, Yenani. Gute Nacht, Undercover Kicks. Ha, shit! Okay, jetzt habe ich die Pappnase endlich weg. Ach, hier hätte ich aber auch hoch können. Naja. Wie er sich da in der Ecke verkrümelt. Also, nicht mit mir, ich habe da keinen Bock drauf. Oh, das Ding lohnt sich. Wenn wir doch nur mehr Munition dafür hätten. Hoffentlich finden wir welche. Hui. Hui. Das Wasser sieht irgendwie cool. Also, ach, das soll so Stufenwasser ja, sein. Das ich hab gerade gedacht, wieso ist das? Es sah halt so aus, als würde das so fließen. In so einer Rampe. Ah, da kommt man wieder hoch. Und jetzt? Jetzt kann man wieder raus. Okay, das aber mir musst du das Tor wohl öffnen, oder? Hm. Hätte ich auch gedacht. Ah. Tipp. Welches Fass? Genau. Und mach erstmal Klimmzüge. Ich will eigentlich nur da hoch, man kann da nicht hoch, okay. Kann er nicht, okay. Kann er nicht um die Ecke? Nee, leider nicht. Ach so. Hm. Ciao, der gemeine Muffin. Tschüss. Wieso geht ihr denn alle so früh ins Bett? Ich bin gerade etwas verwirrt. Müsst ihr samstags arbeiten, oder? Es ist Samstag, also sie müssten da Sonntag, Entschuldigung. Arbeiten. Also das ist jetzt kein Vorwurf, ich frag mich das nur, weil es ist halt erst 21:30. Kann ja jeder ins Bett gehen, wann er will. Ich meine, ihr müsst jetzt auch nicht lügen und könnt auch sagen, der Stream ist scheiße, ich gehe lieber GZSZ gucken, was bestimmt um 21:30 läuft. Aber egal. Hier müsste mal ein Klempner vorbeischauen.
Ja, ist eine gute Frage. Dieser Säulen, also diese Zist, ist das eine Zisterne? Würde ich jetzt tippen. Sieht echt cool aus. Besser als das Zisternenlevel in Tomb Raider 1. Wir müssen vorbereitet sein für den Anniversary Stream. Da muss Marco viel mehr leiden. Mhm. Jetzt bin ich ein bisschen traurig. Nein! Da kommen jetzt sehr viele Gegner, schreibt Goliexe. Nein. Wie er ins Wasser schießt vor sich. Die tun alle nur so, als würden die mich erschießen wollen. Achim und Eod sind jetzt bestimmt beleidigt und schreiben einfach gar nichts mehr. Warum beleidigt? Keine Ahnung, weil ich offenbar ihrer Meinung nach nicht genug auf sie eingegangen bin. Es fällt nur auf, wenn sie nichts schreiben, tatsächlich. Vielleicht hacken sie auch was aus. Bestimmt. Schicken eine Briefbombe. Eigentlich ist der Stream offline und alle Zuschauer sind weg, aber Achim und Eod haben sich diese ganzen Fake-Accounts erstellt und tun so, als liefe der Stream. Haben aber vergessen, dass sie selbst dann schreiben müssen. Das ist die Taktik. Ah, Scheiße! Fehlen wir dir? Also, Matter fehlst du sehr. Oh, Webfail hat er geschaut. Das ist dasselbe, was wir eben geschaut haben, oder? Oh nein! Ist das das? Echt? Nein, das heißt anders. Jetzt hör auf hier. Bist ja, eben, Flowray. Deswegen habe ich mich halt auch etwas gewundert. Gewundert? Aber er schreibt halt, wir würden nicht auf ihn eingehen. Er hört den Namen gefühlt 40.000 Mal pro Minute. Also auf Eod. Da war es wieder. Die Säulen sind sehr tückisch, der weiße Bus. Am besten, man eliminiert sie direkt mit einem Kopfschuss. Und den Kopf muss man halt erst finden. Nun. Oh Gott, Leute. Wenn ich das. Ich weiß nicht, warum ich darauf jetzt komme, aber wenn ich Säulen höre, muss ich irgendwie an The Last Guardian denken, weil sie aus Stein sind und weil Shadow of the Colossus sind ja auch Steinkolosse, oder? Ich weiß gar nicht. Egal. Nein. Aber egal, ich hatte gerade diese Assoziation und ich muss euch sagen, ich habe dieses von PewDiePie tatsächlich gesehen, wie er die ersten, ich weiß gar nicht, 30 Minuten gespielt hat von dem Spiel und ich finde es direkt super. Und ich freue mich drauf, wenn es rauskommt. Also der Nachfolger von Shadow of the Colossus ist das. Also von einem spirituelle japanischen Nachfolger. Achso, ich dachte vom gleichen Entwickler. Ja, vom gleichen Entwickler, aber es ist ja nicht der. Das ist ja keine Reihe. Okay, keine es ist keine Spielreihe. Reihe, aber es ist halt auch ähnlich künstlerisch gemacht und ähnliche Atmosphäre, oder? Das weiß ich nicht. Also, ich dachte, du kennst die Spiele. Ich habe sie nie selbst gespielt, ne? So. Ruby Old muss an Palmen denken, wenn er. Kann ja sein, Eod, dass ich kurzzeitig mehr auf das Spiel geschaut habe, aber es ist halt entweder das Spiel oder der Chat. Man muss sich immer ein bisschen entscheiden dann. Das Spiel oder ihr? Ist ja alles gut. Ist doch alles gut. Niemand schießt, außer Marco. Lol. Und der schießt meist daneben. Nein, tut er gar nicht. Ich finde nicht, dass er viel daneben schießt. Aber es ist halt langweilig, wenn ich das sage. Nicht lustig. Was denn? Das Tor. Warte.
Das Tor geht nun in die Steinwand hinein. Oh. Da ist halt Fusch einfach, am Bau, sag ich dazu. Da ist halt einfach gar kein Platz. Oh, doch. Aber es ist verschoben. Siehst du das? Sie haben es nicht mittig hin gemacht. Die Noobs. Noobs! Oh, meine Lieblingsserien auf Super RTL. Da könnte ich auch viel zu erzählen. Ich glaube nicht, Morgenmuffel. Ich glaube, die haben Ico und The Last Guardian nur gemacht. Und Shadow of the Colossus. Aber an diesen Spielen haben sie auch irgendwie sehr, sehr lange entwickelt, habe ich gehört. Die heißen Team Ico. Ah. Glaube ich. Wenn mich das jetzt nicht täuscht. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Meine Lieblingsserien auf Super RTL. Ich habe am allerliebsten Darkwing Duck geguckt. Ariel habe ich auch gerne geguckt. La 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 la. Champion der Dunkelheit. Oh Gott, was noch? Ich fand ungefähr. Baloo mochte ich nicht so gern. Goofy und Max habe ich früher auch gerne geguckt. Bei Goofy und oh, nee, Max. Dieses peinliche ist jeder Intro. Tag ein Klacks. Zwei Freunde, ist klar. Klar. Und ich habe danach immer verstanden, sie sind das größte Liebespaar. Siegespaar. Dachte so, oh, das finde ich ja schön, dass ihr jetzt auch Kindern mal Homo-Ehen zwischen Vater und Sohn beibringt. Ja, genau. Gut. Also. Oh, die Tex Avery Show, die habe ich auch geguckt. Und heute, wenn ich das heute so sehe, es war echt verdammt hektisch. Und im Vergleich zu den Serien, die damals sonst so liefen, war das echt super aufgedreht. Heute ist es normal. Kommt mit in die wilde Welt von Tex Avery. Kommt mit in die wilde Welt. DuckTales, huhu. Stimmt, das habe ich auch ganz gern geguckt. Die DuckTales. Oh, und was ich super mochte, war Newton, der Molch da. Wie hieß das nochmal? Ich weiß nicht. Newton, er ist der größte Newton. Er ist der klügste. Aber das lief irgendwie nicht so lange. Wurde schnell abgesetzt. Habe ich so das Gefühl. Ja, weil das halt ein Molch ist. Wer will denn schon den Molch sehen? Moment mal. Kann das Mikro so ein bisschen sein? Weiter wegmachen? Ich habe ja eben gesagt, ihr könnt was sagen. Verdammter Mist. Das war ich gerade. Ich bin dagegen gekommen. Abgesehen davon meinte ich, wäre zu laut und zu nah am Mikro.